Die beiden Schriftlesungen, liebe Schwestern und Brüder, aus dem Buch Numeri und aus dem Johannesevangelium geben uns eine Blickrichtung vor. Etwas, das in der alten Christenheit eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Dass man nämlich nicht nur die Hände zum Himmel erhob, und zwar die reinen Hände. Bis heute hat sich deshalb die Händewaschung bei der Gabenbereitung erhalten, damit man die reinen Hände zu Gott erhebt und sie ihm zeigen kann. Sondern auch der Blick nach oben. Christen konnte man daran erkennen, dass sie nach oben schauen beim Beten. Das war etwas ganz Wichtiges. Wir haben das als letztes Übrigbleibsel nur noch im römischen Messkanon, wenn wir sozusagen den Blick Jesu nachahmen. Er hob seine Augen zu dir, seinem himmlischen Vater. Dann soll der Priester, so steht es im Messbuch, seinen Blick erheben. Das ist sozusagen der allerletzte Rest für etwas, was wir auf vielen Darstellungen, auf den Sarkophagen, in den Katakomben, in Felsritzungen und Malereien sehen. Der erhobene Blick, der Augenaufschlag. Das ist aber nicht ein Augenaufschlag sozusagen, wie wir das manchmal tun, wenn wir erstaunt oder entsetzt sind, sondern eben, und das sagen uns diese Texte, dieses Faktum gibt uns eine Blickrichtung vor. Jesus nimmt bewusst Bezug auf diese Stelle, sehr subtil in der Auseinandersetzung mit seinen Gegnern. Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, wie die Schlange in der Wüste, die Menschen müssen aufschauen, damit sie geheilt werden. Und das muss unsere Blickrichtung immer sein. Nicht irgendwo ins Leere. Das ist sozusagen der eigentliche, wie soll man sagen, ein sehr unglücklicher Umstand, dass uns ja bis heute diese gemeinsame Blickrichtung genommen ist. Dass wir gemeinsam nicht nur nach Osten, sondern gemeinsam, Priester wie die Gläubigen, auf das Kreuz schauen. Gemeinsam. Alle haben die gleiche Blickrichtung. Wenn heute der Priester immer nur in die Gemeinde schaut, hat er gar nichts. Der gemeinsame Blick, das gemeinsame Erheben der Augen zu dem, der allein heil ist. Und das heißt für uns die Blickrichtung zum Kreuz. Ihr werdet mich suchen, aber ihr werdet in euren Sünden sterben. Das gilt nicht nur den Gegnern Jesu, es gilt auch für uns, wenn wir zu diesem Blick nicht hinfinden. Zu diesem heilsamen Blick. Dem Blick auf das Kreuz. Auf den Gekreuzigten selber. Der alle die Krankheit, alles Siechtum, alles Faule und Verderbliche auf sich nimmt und es durchträgt und durchleidet. Damit wir allein schon durch den Blick leben. Viele Menschen kommen, als Jesus das sagt, zum Glauben an ihn, weil er alles im Gehorsam zum Vater hin tut. An uns liegt es, niemals diese Blickrichtung zu verlieren, immer ihn im Blick zu haben. Und das ist immer ein Blick nach oben. Es ist nicht der niedergeschlagene Blick. Es ist nicht das niedergedrückte Gemüt, man könnte viele Beispiele dafür nennen, sondern es ist der freie Blick nach oben auf den, der allein Hoffnung ist und Leben.